Jetzt brauche ich mir einen kleinen Filter für mein Birkenwasser. Nehme einen Strohhalm. Ein ausgehöhlter Holunderast ginge auch, aber das geht schneller. Nehme ein bisschen von dem antiseptischen Moos vom Baum. Tue das unten in den Strohhalm rein. Zieht schon mal ein bisschen vorsichtig an. Staubt nicht und geht was durch. Jetzt hole ich mir mein Birkenwasser vom Baum. Für die ganze Tasse müsste man es über Nacht hängen lassen. Das Loch wird wieder mit einem geschälten Birkenast zugemacht, damit der Baum da nicht leidet. Das ist mein kleines Ergebnis jetzt. Gehe mit meinem Strohhalm rein. Und über die heilsame Wirkung von Birkenwasser kann man sich per Internet informieren. Und es schmeckt sensationell gut. Also es ist der frischeste Frühlingssaft, den man sich irgendwie vorstellen kann. Sehr empfehlenswert.